Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Manor Lords. Wir sind hier wieder mal unterwegs in der Demo-Version, die es hier aktuell gibt. Sind aktuell im Herbst, im September, früher Herbst, und haben auch übrigens schon 100 Einfluss. Jetzt wartet mal. Frage. Schauen wir uns mal hier die Region an. Kann ich mir jetzt hier schon etwas holen? Ah, ich bräuchte 1000 Einfluss. Okay. Entweder man braucht königliche Gunst, oder man braucht eben den Einfluss, um hier ein Gebiet zu bekommen. Das ist überall scheinbar gleich teuer, verstehe. Gut, gehen wir mit Escape. Könnt ihr übrigens hier jederzeit wieder zurückkommen, das ist sehr angenehm. Und auch, ihr könnt auch einfach raus scrollen. So, aber hier ist bis jetzt unser schönes Dorf. Ich würde jetzt gerne auch nochmal testen, wenn ich jetzt hier ein Haus baue. Was ist denn so die Größe? Würde denn das hier reichen? Too small. Okay. Bisschen größer. Immer noch too steep. Road access obstructed. Warte mal, wo wäre denn jetzt hier der Zugang? Ich habe das Gefühl, hier ist es einfach zu dünn, zu eng. Vielleicht muss ich sie ein bisschen länger bauen. So. Too steep. Okay. Das klappt so auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist das Anfangsproblem. Ich sollte eher hier beginnen. So. Aha. So können wir nämlich auch deutlich kleinere Häuser bauen. Das wäre jetzt zu small. Okay. So, und hier können wir jetzt aber ein kleines Haus bauen. Also auf der linken Seite ist dann sozusagen immer scheinbar der Zugang. Verstehe. Hier wird es jetzt nicht sehr gerade, aber das ist ja jetzt hier auch nicht schlimm. Das kann auch ruhig mal ein bisschen eckig sein. Ah, okay, also auf der linken Seite ist sozusagen immer... Verstehe. Der Zugang, wo wir vielleicht eine Straße auch bauen können. Jetzt komme ich leider nicht bis da runter, weil sich das so verbindet. Möchte ich aber gar nicht. Okay, das wäre zu schmal, oder? Schon wieder zu steep. Wahrscheinlich, weil wir zu nah an dem anderen Gebäude dran sind, könnte das sein. Ja, das wird wahrscheinlich daran liegen. Too steep. Das heißt, aber hier habe ich es ja auch, ich konnte es ja auf einmal bauen. Wenn ich es jetzt hier mit Abstand bauen würde. Auch hier wieder too steep. Spannend in der Hinsicht auf jeden Fall. Es ist einfach zu steil. Aber ich finde, es sieht hier gar nicht zu steil aus, oder? Also... Wartet mal. Wäre es so möglich? Alles hier zu steil, aber kann ich das begradigen? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Dass das alles so steil hier ist. Ach, so würde es übrigens gehen, oder was? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Was ist, wenn ich so baue? Nee. Okay, das will hier einfach nicht funktionieren. Na gut. Aber wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen, nicht wahr? Es darf jetzt hier erstmal wieder ein Haus gebaut werden. Da kümmert sich schon die gute Dame drum. Na, der Ochse, gar nicht mal so leicht, diese Baumstämme hier wieder herzutransportieren. Wir haben auch schon Felle übrigens gesammelt. Wie läuft es jetzt eigentlich hier? Wir brauchen ja jetzt hier mal jemanden. Ich habe noch niemanden, der dort arbeitet. Das heißt, wir brauchen einfach noch ein paar Häuser für mehr Leute, dass dann auch hier der Markt genutzt werden kann. Dass dann hier auch mal die Häuser
alles haben. Es fehlt scheinbar immer noch an a well-placed on an underground water source is required. Aber wir haben doch. Das ist auch Teil des Straßennetzwerks. Also es scheint, dass einfach nur noch ein was fehlt, das wir upgraden können. Okay. Ich frage mich gerade, hier steht ja Feuerholz vom Marktplatz, aber wo wird bitte das Feuerholz angeboten? Achso, ja, klar. Im Feuerholzstand. Never mind. Never mind. Okay. Gut, hier wird das weitere Haus gebaut. Unsere Leute arbeiten fleißig. Livestock. Okay. Der transportiert, der sammelt Sachen. Lawrence ist unser Händler. Der wartet. Hat er nicht genügend Sachen, die er transportieren kann? Hier haben wir zum Beispiel schon wieder 57 von 50 Beeren. Die könnten jetzt abgeholt werden, eventuell. Aber die werden eben mit der Frau, mit Magdalena, abgeholt. Was macht denn dann bitte Lawrence? Lawrence, was machst du Feines? Du bist gerade im Haus, oder was? Genießt du gerade die Freizeit? Also, arbeiten diese Familien dann einfach immer zusammen an der Arbeitsstelle? Hat so ein bisschen das Gefühl, übrigens hier, schaut mal, Hermann macht Feuerholz. Ah, ein bisschen schlägt er leider immer daneben. Er müsste noch ein bisschen stärker jetzt diesen... Ah doch, jetzt hier. Jetzt hat er ihn getroffen. Sehr gut. So, sie holt aktuell sehr viel hier einfach nur ab. Also ich habe das Gefühl, wir haben wirklich das Problem, dass wir die Ressourcen, die wir jetzt hier alle hier produzieren, nicht dorthin bekommen, wo wir sie haben wollen. Wir bräuchten hier noch jemand Zweites. Connected to Road Network. Aber mit nur einem Ochsen bringt das wahrscheinlich auch nicht viel. Wir bräuchten halt einen zweiten Ochsen. Was gar nicht mal so einfach möglich ist. Vielleicht brauchen wir da den Marktplatz. Hier ist doch der Markt. Trading Post. Ob wir dann einen Ochsen bekommen können. So, also der Marktplatz macht auf jeden Fall Sinn hier bei dieser Handelsroute, bei der Handelsstraße. Wollen wir den hier unten noch mit hinbauen? Aber die Kapelle muss auch noch hierher. Warte mal, man konnte doch... Ne, wie konnte ich nochmal Gebäude... Ich konnte doch Gebäude auch noch drehen. Nee, so auf jeden Fall nicht. Ja, wir könnten es hier unten hinbauen, wenn dann die Kapelle noch hinpasst. Oder wir bauen es einfach tatsächlich direkt hier rechts hin. So ein bisschen an den Waldrand. Ja, ich glaube, hier ist so ziemlich zentral, könnte der Marktplatz gut stehen. Das nächste Haus im Oktober gerade wird auch gebaut. Wie sieht es eigentlich aus? Nahrung könnte noch ein bisschen besser sein. Ja, das Problem ist... Ah doch, wir haben schon Nahrung hier. Wir haben vor allem sehr viele Beeren. Die müssten einfach mal noch stärker transportiert werden. Aber die Frau hat, glaube ich, auch Beeren transportiert gerade. Oder hat sie die hier geholt? 51 immer noch. Ist natürlich ein weiter Weg vom Fleisch dort rüber. Aber wir hoffen mal das Beste. Jetzt haben wir hier das nächste... Die nächste Unterkunft. Dort lebt noch niemand. Also mehr Häuser brauche ich aktuell erstmal nicht. Wie es scheint. Wir haben jetzt hier den Brunnen. Ich weiß nicht, ob wir einen zweiten Brunnen bräuchten, aber wir könnten da mal einen einplanen. Scheinbar kann ich ja hier sowieso kein weiteres Haus hinbauen, weil es zu steil ist. Was aber ein bisschen sehr schade ist. Und wir könnten hier noch einen Brunnen hinpacken. Und alle wären begeistert, hoffe ich doch mal. Genau, so können wir ja drehen, richtig. Dann drehen wir den doch mal hier so hin. So. Packen hier den Brunnen dann dazu. Und bauen noch hier eine Straße entlang. Perfekt. So, wird zu der Handelsposten hier gebaut, richtig. Genau. Da muss der Ochse natürlich ziemlich viel Karren fahren.
Würde der hier Brot einfach verkaufen? In der Taverne? Der bringt auf jeden Fall Unterhaltung. Wir haben jetzt eine Zufriedenheit von 48%. Hier ist mal wieder das Limit erreicht. Es wird nicht abtransportiert. Das ist unser Hauptproblem gerade. Aber wir haben zwei Leute, die hier arbeiten. Aber Lawrence macht irgendwie nichts. Er ist in seiner Hütte. Und, weiß nicht, schläft vielleicht gerade? Und wir haben noch Ott. Der geht auch in die Hütte jetzt hier rein. Ah, das heißt, wir haben jetzt noch jemand Neues schon wieder. Ott, Margaret, Kunz. Also die Familien wachsen. Und wir haben... Das, nee, ist noch nicht fertig. Der Trading Post braucht noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, welche Güter der noch benötigt. Können wir nochmal kurz gucken. Einfach nur Holz auch. Das ist noch einfach gehalten. Gatehouse, okay. Irgendwann kann man auch ein Männerhaus bauen. Bailey, wo ein Wall. Ein Steueramt. Eine Garnison. Also ziemlich viele tolle, spannende Möglichkeiten, die es hier gibt. Genau, beschleunigen wir nochmal, dass der Handelspost mal fertig wird. Wie sieht's aus für den Winter? Wir haben immer noch... Also unsere Nahrung ist ein bisschen sehr niedrig. Aber das Problem ist, wie gesagt, die Nahrung wird einfach nicht zum Lager gebracht. Wo sie hingehört. Ach so, ich muss jemanden dort beschäftigen beim Lager. Jetzt habe ich das Ganze verstanden. Es arbeitet jemand dann in der Granary. Kann das sein? Hier, Ott. Holt der jetzt die ganzen... schaut an, der nutzt jetzt den Karren. Genau, mein Fehler. Also, wir müssen einfach jemanden dort einstellen. Perfekt, das ist dann im Storehouse vermutlich dasselbe, oder? Wobei, dort werden die Waren trotzdem hingebracht. Wichtiger ist es für mich, dass die Nahrung abgeholt wird, dass die nicht irgendwo vergeudet wird. Perfekt. Genau, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir lang genug genügend Nahrung haben. Aber ich meine, für 6 Monate ist das noch in Ordnung. Wir sind jetzt im November. Feuerholz reicht für 13 Monate, das heißt, es sollte nichts passieren. Und auf dem Markt haben wir endlich auch jemanden, Bartholomäus, der dort arbeitet. Jawohl. Upgrades. Achso, das war dahinter, ja. Hier ist der Markt. Und der hat jetzt schon Fleisch und Berries hier vor Ort. Sehr schön. So, wie sieht es jetzt hier aus? Irgendwie fehlt immer noch das Feuerholz und das Wasser aus irgendeinem Grund. Ich kann es also immer noch keines der Gebäude aufwerten. Ich will hier nicht hin. So. Nee. Das ist die Taverne. Sehr seltsam. Vielleicht brauche ich jetzt jemanden, der einfach mal hier arbeitet. Beim Feuerholzstand. Weil Kleidung ist ja noch nicht notwendig, aber der Feuerholzstand wäre wichtig. Und wie sieht's aus? Haben wir den Händlerposten? Okay. Traveling Traders. Construction, Crops, Food Materials. Was kann ich hier einstellen? Price. Ja, wir haben aber noch gar kein Gold, ne? Haben wir kein Gold. Wir haben den zweiten Brunnen gebaut. Okay, was kann ich jetzt hier noch einstellen? Open Trade Overview. Okay, ich bin mir aber nicht sicher, was ich hier noch groß handeln kann. Ich bin jetzt hier nur an die Grenze gekommen. Current Trade Rule, don't trade. Ah, ich kann jetzt hier handeln. Export only, full trade. Also ich kann sagen, nicht handeln, importieren, exportieren. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir schon mal irgendwas verkaufen? Haben wir irgendwo irgendwie genügend Sachen? Nahrung bin ich mal vorsichtig, aber hier, Pelze haben wir doch zum Beispiel.
Pelze. Machen wir mal Export. Stock. Target. Würde das jetzt bedeuten... 30? Verkaufe ich jetzt 30 oder verkaufe ich so viele, bis ich 30 habe? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Wir werden es aber dann mal austesten. Genau. Feuerholz haben wir auch relativ viel, aber das bringt auch nicht so viel Geld. Und ich denke, hier haben wir noch keine wichtigen Sachen. Aber wir können eben ein paar Pelze mal verkaufen. Wenn ich da auch jemanden finde, der dann da arbeitet. Das bedeutet aber vermutlich, wir brauchen... Ja, wir haben ja hier leider auch noch keinen gefunden. Wir brauchen einfach noch mehr Häuser. Relativ einfach. Gehalten. Vielleicht passt ja hier noch ein Haus hin. Immer noch zu steil. Ernsthaft? Wie gerade muss denn der Weg sein, dass die zufrieden sind? Aha, so würde es gehen. Ja. Bauen wir doch mal hier noch ein Haus hin. Das ist doch jetzt hier nicht so steil, oder? So, Seasonal Resources. Genau. So, wir haben jetzt natürlich im Winter... Wir haben jetzt schon Dezember, keine Ressourcen mehr. Das heißt, es bringt jetzt wahrscheinlich nicht mehr, dass wir hier jemanden haben, der dort Beeren sammelt. Das heißt, wir packen den hier mal weg. Wir haben auf jeden Fall Nahrung für 6 Monate. Das ist solide. Jetzt haben wir auch jemanden, der uns Feuerholz, der Hermann hier, verkauft auf dem Markt. Der hat nur leider noch keine Sachen hier. Genau. Somit kann der Rest auch noch nicht irgendwie weiter aufsteigen. Alles klar. Was haben wir denn hier? Wild Animal. Das wird jetzt hier aber erlegt, genau. Okay. Haben wir jetzt schon einen Händler dann? Ne, der wird noch gesucht. Schauen wir mal, ob wir hier was verkauft bekommen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Perfekt. Das heißt, wir planen noch ein weiteres Haus. Weiteres Haus, weiteres Haus. Hier. Vielleicht hier unten so ein bisschen hin. Ah, da passen sogar 2 Häuser hin. Schau an. Kommen da noch 2 Häuser hin? Perfekt. Hier ein paar Wege, wie sich's gehört. Ja, dieses Feuerholz sollte mal dringend ins Storehouse gebracht werden, aber da fehlen uns auch noch Leute. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal fleißig noch Häuser bauen. Darum kümmern wir uns. Der Markt ist jetzt hier. Das heißt, wir könnten hier noch... Aber ne, hier wollten wir ja noch eine Kirche hinbauen dann. Richtig. So, arbeiten jetzt hier am Marktplatz einige Leute. Ja, also es wird hier wirklich Feuerholz auch vom Markt weitergegeben. Sehr gut. Aber die Häuser haben immer noch kein Feuerholz oder kein anderes Essen. Wo trägt die jetzt das Feuerholz hin? Wir beobachten jetzt mal, Christina. Wo trägst du das Feuerholz hin? In welches dieser Häuser? Hier. Ja, sie trägt jetzt hier rein. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt hier gleich Feuerholz drin haben. Ja, hast du jetzt das reingetragen? Numbers of food types available. Aber irgendwie... wird das hier noch nicht richtig angezeigt. Mit Feuerholz, dass da jetzt Feuerholz drin ist. Wir haben hier die Leute.
Hier steht auch, es ist ein Feuerholz jetzt hier. Vielleicht verstehe ich das auch falsch. Diese Anzeige, und das bedeutet nicht, dass das benötigt wird. All of the green requirements must be met. Ach so, warte mal. Das heißt, verstehe ich das richtig? Wir bräuchten... Ah, warte mal. Alles Grüne muss erledigt sein. Und ist es... ich glaube, es ist erledigt, wenn ein gelber... Kann es sein? Wenn ein gelber Punkt drauf ist. Das bedeutet, dass es schon erledigt ist. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch Kleidung, Entertainment und Glaube, dass man hier überhaupt aufsteigen kann. Das könnte natürlich sein. Ja, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Dann wachsen wir hier gerade ja schon relativ fleißig. Wann kommt denn der nächste Händler? Wir haben eine neue Familie. Okay, jetzt bin ich hier, glaube ich, irgendwo gelandet, wo ich nicht hin wollte. Kann das sein? Im Winter? Ja. Wir sind irgendwo völlig falsch gelandet. Hier kommen doch Händler. Comforts and Convenience. Ja, da arbeiten wir dran. Aber hier steht trotzdem Construct Purchase Plot. Ja, nach dem Tutorial müssten wir die ja eigentlich jetzt bauen können. Ich kann ja auch keine Level 2 bauen, oder? Nee. Ich kann die nur ausbauen. Wir planen mal noch eine Kirche jetzt. Aber da fehlen uns die Ressourcen gerade. So, und Geld haben wir jetzt hier auch noch nicht verdient. Ich kann ja schlecht was einkaufen, weil wir haben ja kein Goldvorrat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Treasury, ob das Gold ist, was wir hier wirklich bräuchten. Oder ob es hier noch eine andere Goldressource gibt. Entry Limit reached. Lass mal jemanden in der Taverne arbeiten. Mal schauen, was das bedeutet. Ah, wartet mal. Jetzt haben wir hier irgendwie eine Ressource, die mir erstmal nicht bekannt ist. Ist das jetzt die hier? Regionaler Wohlstand? Ah, zum Importieren oder für Steuerzahlung kann das, glaube ich, genutzt werden. Und da könnte ich jetzt Hühner oder, okay, Geißlein mir holen. Ich glaube, hier wurde einfach jetzt was verkauft von unseren... Kann das sein? Ja, ich glaube, wir haben Pelze verkauft, ein paar wenige. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Verstehe. Okay, okay. So viel gut dazu. Haben wir hier noch jemanden, der ich arbeiten kann? Lassen wir mal Leute, die nichts zu tun haben, dort arbeiten. Wir haben jetzt auf jeden Fall relativ viele Ressourcen. Wobei die nur noch für 4 Monate halten. Wie läuft es eigentlich mit der Jagd im Winter? Es gibt nicht mehr so viele Tiere, die es, glaube ich, einst gab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde es aber vielleicht gern noch so eine Kirche bauen wollen. Aber gut, das muss man jetzt ja auch nicht übertreiben. Genau, wir könnten jetzt hier sagen, es soll jetzt hier Chicken geben. Hühner, die jetzt hier gehalten werden, kommen jetzt hier hinzu in Kürze. Perfekt. Layfield im Winter ist doch auch schön, oder? Laufen wir doch mal durch. Unser schönes Dorf in der Kälte des Winters. Es gibt Feuerholz am Markt. Guten Tag. Hallo. Oh, das ist ja ein witziger Karren. Seht ihr die Räder? Wie die fahren? So, hier ist der Nahrungsstand.
Na? Lass mich einmal durch. Dankeschön. Und da drüben ist der Feuerholzstand. Guten Tag. Habt ihr auch ein bisschen Feuerholz für mich? Ah, ihr habt es schon hingebracht. Sehr gut, sehr gut. Kleidung müssen wir noch produzieren. Aber es sieht doch alles fabelhaft aus. Kann ich in die Schenke gehen? Tatsächlich. Einmal in der Schenke. Genial. Sogar ins Gebäudeinnere kann ich gehen, auch wenn das nicht so schön ausschaut. Ja, okay. Also hat auf jeden Fall was, wie ihr hier seht. Ist schön besonders. Und hat hier tolles Feeling. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal hier an der Stelle fürs Erste, für dieses Erste angespielt, mal wieder Manorlords verlassen. 3 Folgen, dass ihr mal einen schönen ersten Eindruck habt. Wird hier schon fleißig gearbeitet. Das Setting, die Grafik, alles hervorragend, die Atmosphäre. Aber es ist eine Demo. Ich kann es halt leider hier nicht abspeichern. Aber ich livestreame ja auch noch dazu. Da fangen wir dann nochmal von vorne an und bauen hier einiges auf. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich werde euch natürlich in Zukunft noch ganz viel Content zeigen zu Manorlord. Tutorials, Let's Plays. Einfach ein Abo dalassen und wenn es euch gefallen hat, ein Like. Mir macht sehr viel Spaß. Manorlord ist ein schönes Spiel. Und ja, schaut gerne auch in meine Videos rein zu Fastest Frontier und allem anderen. Bis zum nächsten Mal bei einem meiner Videos, Livestreams oder auf meinem Discord-Server. Euer Gaius Julius Caesar.